brauche ja zwei Schmieden. Zwei Schmiede. Einen machen wir noch zum Bauarbeiter. So, einen machen wir zum Waffenbauer. Einen machen wir zum Kräutergärtner. Und haben wir sonst noch was? Ja, einen machen wir zum Näher. Okay. Schmied. Schmiede. Schmied. Verdammt. Okay, aber einer wird noch angezeigt. Okay, Waffenbauer. Waffen. Nein, halt. Bevor du irgendwas machst, wirst du nochmal ausgebildet. Boah, ist gerade echt ein bisschen auslastend hier. Ich muss richtig nachdenken. Deswegen bin ich auch gerade nicht so. Kräuterhütte. Hier hin. Ah, wo ist der Kräutergärtner? Ah, hier, sehr gut. Kräutergärtner. Kraut. Näher, da brauchen wir noch eine Näherei für. Näherei. Guter Platz für eine Näherei. Gefällt mir sehr gut. Näher. Ja. Yeah. Sehr gut. Aber auch du wirst nochmal ausgebildet zum Näher 2. So, der ist jetzt intelligent genug. Das heißt, er kriegt die Waffenhütte, die aber gleich ausgebaut wird. Genau. So, und für dich setzen wir jetzt noch eine Schmiede 2. Das heißt, davor müssen wir dich nochmal ausbilden lassen, damit du kompliziertere Sachen produzieren kannst. So, er kann inzwischen Lederrüstung, das heißt, ihm können wir die Näherei zuweisen. Die aber, nicht ausgebaut wird, sie muss erst gebaut werden. Dann braucht die noch eine Straße. Oh, sehr geil. Genial. Und mit meinem letzten Haus, das ich setzen kann, setze ich eine Schmiede 2. Direkt daneben. Jetzt brauche ich nur noch meinen Schmied. Du gehst hier hoch und du kriegst jetzt eine Aufgabe. Du produzierst nämlich nur Plattenrüstung. Und du hier produzierst Kurzschwerter, Eisenspeere und zwei Eisenwerkzeug. Okay, sagen wir 4. Nein, 2. 2 ist besser. 2 und du auch 2, weil dann produzieren sie ihren Eigenbedarf an Eisenwerkzeug. Genial. Gut, ansonsten wird hier alles sehr gut produziert. Kann man stolz sein. Waffenhütte 2 wurde fertig ausgebaut, okay. Der wird jetzt anfangen, Kurzbögen zu produzieren, halte ich gar nichts von. Deswegen, Langbögen und 3 Katapulte, bitte. So, jetzt brauche ich noch ein paar Straßen. Meine Bauarbeiter sind natürlich gerade ein bisschen ausgelastet, das ist auch okay so. Okay, passt. Noch eine Straße zum Wachturm. Nein, der Wachturm braucht keine Straße. Da gehen eh nur ganz selten Leute rein und raus. So, mein Dorf ist dann soweit ausgebaut, würde ich sagen. Müssen wir mal schnell hier gucken, auf unseren Baum. Bäckerei ausgebaut. Metherstellung. Kann ich mich noch drum kümmern, werde ich gleich noch tun als nächstes. Näherei ausgebaut, Schreinerei und Waffenhütte ausgebaut, Töpferei ausgebaut, Steinmetz, Erz ausgebaut, Druide ausgebaut. Okay, soweit alles ausgebaut, nur noch hätte ich gern Met. Weil Met ist nahrhaft. Das ist einfach für alle, das ist ein guter Vorteil. Auch wenn Speicher eine gute Idee wäre, merke ich gerade. Eine halbe Stunde schon Let's Play und ich bekomme davon überhaupt nichts mit, weil ich mich so auf das Spiel konzentriere. So, jetzt setze ich mich erstmal gemütlich hin. Ach, so. Jetzt komme ich mal wieder ein bisschen runter, also echt, das ist ja hier wahnsinnig, wie ich hier ans Mikrofon labere und ganz ruhig. So. Weiter geht's. Ich baue jetzt als nächstes eine, wie heißt denn das Teil eigentlich? Das ist Brauerei, dankeschön. Danke, Ahmed, dass du mich gehelft hast. Oh, guter Platz für eine Brauerei. Und für eine Brauerei brauchen wir natürlich auch einen Bienenstock. Ja. Dann werden hier noch meine Schmieden an das Straßennetz angeschlossen. So. Okay, können sie gar nicht, merke ich gerade.
weil ich noch zu viele Straßen zu bauen habe. Die Näherei 1 wurde gebaut, die wird natürlich gleich ausgebaut. Weil ich halt zwar viel von Schuhen, aber ich halt auch was von Lederrüstung. Aber nicht dann. Ja doch, wir werden Schuh- und Lederrüstung produzieren. Das ist ganz okay. Okay. Dann kriegt ihr nochmal Jungs. Jungs. Du kriegst auch noch einen Junge und dann kriegt ihr aber nochmal 3 Mädchen. Mädchen. Von die Außenseiter. Weil dann kann ich die ganzen Häuser hier gleich, sobald Nachwuchs da ist, nochmal ausbauen. Was hat der gerade gemacht? Wieso hat das Spiel gerade fast aufgehängt? Und die Jungs werde ich alle als Träger einsetzen. Dann ist die Stadt nämlich als Träger und Bauarbeiter, um genauer zu sein. Und dann ist die Stadt nämlich bereit, um genug Waffen zu produzieren, um dann verrückt zu werden und um sich zu hauen. Genau. Sehr gut. Der Ersatz hatte natürlich gerade keinen Sitz gepupst. Gott, ist das gerade schlecht. Okay, wo baue ich Wachtürme hin? Hier ist einer gut, der beschützt die hier. Hier ist einer gut, oder hier? Hier. Perfekte Position. Wo können wir noch Wachtürme hinsetzen? Wach, bla bla bla. Hier ist einer. Dann ist er doch hier noch ganz gut einer. Jetzt brauchen wir noch, müssen wir noch den Süden schützen. Das heißt, wir setzen hier noch einen. Und das reicht dann auch. Okay, ein paar Palisaden wären auch noch nicht ganz schlecht. Da ich nicht weiß, von wo ich angegriffen werde, versuche ich jetzt einfach mal relativ lückenlos um das ganze Dorf herumzubauen. Hopp, zoom rein, dankeschön. So. Hier dürfte ich jetzt Probleme bekommen, genau. Hier auch. Das heißt, hier bauen wir keine Palisaden und bauen sie erst wieder ab hier. Und dann hier runter. Hier runter. So. Okay, und da haben wir eh nicht genug, also. Okay, was kannst du? Du kannst keine Nahrungszahlen produzieren. Warum nicht? Was fehlt dir? Was ist dein Problem? Bienenstock und Brauerei wurde gebaut. Olga ist erwachsen geworden. Zivilist ist erwachsen geworden. Du wirst zum Brauer. Zivilist ist erwachsen geworden. Du wirst zum Bauarbeiter. Noch eine Frau und noch ein Zivi. Und du wirst auch zum Bauarbeiter, denke ich mal, oder? Nee, du wirst zum Träger. Vielleicht brauchen wir nämlich nachher noch Handel. Boah, wie gerade das Ganze erstrahlt hat. Näherei 2 wurde ausgebaut, das heißt, du hier kannst jetzt. Genau, Lederrüstung und Waffen. Braumeister und Mäd, sehr gut. Boah, sieht das schön aus. Guck durch den Bienenstock mitten in den. Oh, ist das toll. Und du wirst zum Braumeister. Perfekt. Ich glaube, das war's vorerst. Bis auf, dass mein Abbauer von Bruchstein langsam wieder Probleme hat. Deswegen setze ich seinen Arbeitsmittelpunkt jetzt dahin, wo ich keine, dann baut er nämlich den Stein hier ab, wo ich keine, wie hieß es, keine Palisade bauen kann. Genau. Ach, es wird, Leute, es wird. Noch ein paar Straßenmarkierungen wären nicht schlecht. So. Was braucht noch eine Straßenmarkierung? Ja, hier zur Schmiede noch. Okay, da hatte ich aber auch gar keinen Platz mehr, also bleibt's wohl dabei. Ja, meine Bauarbeiter sind gerade echt etwas ausgelastet, habe ich das Gefühl. Vor allem, weil sie jetzt, oh mein Gott, die werden jetzt richtig viel zu tun haben, wenn ich noch alle Wohnhäuser ausbauen lasse. Jetzt sind sie wirklich ausgelastet, ey. Wow. Die müssen alle 3 Wohnhäuser ausbauen, die ganze Stadt mit Palisaden umgeben, überall in der Stadt Straßen bauen, müssen noch ein paar Wachtürme bauen, so wie ich den Eindruck hier habe, genau. Also, die sind gerade echt ausgelastet. Jetzt müssen sie sich an die, ja, genau, jetzt machen sie sich als allernächstes an die Wohnhäuser, die ausgebaut werden müssen. Zwischenspeichern, sehr gut.
weiß nicht, wie ich vorhin in dieses Mikrofon reingelabert habe. Und oh. Das muss ja voll furchtbar für euch gewesen sein. Ich krieg das meistens gar nicht mit, wenn ich Let's Play, was ich. Wie schnell ich rede und. Oh, tut mir leid. War keine Absicht. Da gibt's aber schon Eisenwerkzeug, genau wie hier. Genau. Das heißt, ihr bekommt jetzt das besondere. Den besonderen Vorteil, dürft Eisenwerkzeug tragen. Was euch ziemlich schneller macht. Genauso wie ihr als einzige Schuhe tragen dürft. Damit ihr schneller unterwegs seid. Weil mit Eisen muss man echt aufpassen. Eisen hat man nicht viel, braucht man aber immer viel. Wow, 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 wow. Guckt euch das an. Gerade habe ich die noch in Auftrag gegeben, jetzt sind sie schon fertig. So muss das laufen. Ich bin begeistert. Heiraten, Wohnung. Oh, ein Mikro gekommen, tut mir leid. Heiraten, Wohnung. Ich glaube, ich werde sie noch einmal aufbauen zu Wohnhaus 4. Ja, werde ich noch. Aber davor suche ich noch jemanden, der es verdient hat, eine Frau zu bekommen in diesem Spiel. Der Träger, genau, weil der hat nicht viel zu tun. Heiraten, Wohnung. Perfekto. Ah, er kann jetzt Waffenräucke produzieren, aber nur mit Leder und ohne. Oh, mein Jäger hat nichts mehr zu tun. Dann werden wir ihm wohl mal andere Jagdgründe zuweisen müssen, würde ich sagen. Hier oben kannst du gut jagen. Ich warte eigentlich die ganze Zeit drauf, dass irgendjemand in mein Dorf einfällt und meine ganze Arbeit zunichte macht, weil im Moment bin ich noch ungeschützt. Ich baue zwar einen Wachturm nach dem anderen, aber noch ohne Krieger. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Okay, noch ein einziges Mal ausbauen, bitte. Dachziegel dürften ja inzwischen produziert werden, genau.